Willkommen zu Let's Play Donkey Kong Land 2, dem Nachfolger von Donkey Kong Land. Ebenso für den Game Boy erschienen, und zwar im Jahre 1996. For you, for you. Was ist hier denn? Einfach so random und chillig die Donkey Kong Münze. Was zum Teufel? Vielleicht haben wir echt Glück und da bei den Libellen war nichts Besonderes. Oh, aber hier. Oh, komm, das schaffst du noch. Nein, schaffst nicht. Bam, 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 bam. Ja, komm, Alter, was soll denn der Quatsch? Woher soll ich denn wissen, dass ich auf die Viecher da drauf springen muss? Weil sonst muss man den Dingern immer ausweichen. Und jetzt auf einmal so aus heiterem Himmel soll ich drauf springen. Und dann noch auf 20 weitere, weißt du? So komme ich da aber nicht hin. Ach du Scheiße, was war das denn? Ja, der epische Fail. Aber komm, mein Lösungsansatz war jetzt nicht so schlecht, oder? Und auch nicht so abwegig, möchte ich hier nochmal festhalten. Ich dachte, ich muss mich da einfach hochschießen, aber nein. Das Ganze geht anders. Ja, jetzt purzelst aber, failst du. Das ist jetzt schon der dritte, ne? Und wir sind erst in Welt 2. Wir nehmen Diddy, weil der ist besser bei sowas. Der kann die Gegner schneller killen. Ja. Oder auch nicht. Sag mal, Diddy, was geht ab? Ja, machen wir so weiter. Ja, klar, wir können hier noch 20 Parts damit füllen. Einfach 1 Milliarde Fails. Bei dem Bonus-Level. Warum nicht? Ist bestimmt unterhaltsam. Ja, da bleiben die Leute mit Sicherheit dran. Definitiv. Oh, du kannst mich mal, ey. Mann! War doch klar, dass da wieder so ein Spuck irgendwo herkommt. Soll ich mich jetzt darüber schießen? Soll ich das Risiko eingehen? Ich mach's einfach mal. Komm, bitte, bitte. Aber nochmal riskiere ich's nicht. Nochmal nicht. Ich schieße mich jetzt darüber. Ich hoffe, dass ich das nicht bereuen werde. Doch werde ich. Und zwar um genau einen dreckigen Millimeter, weil ich war ganz knapp am Ziel vorbeigehuscht. Sonst haben sie doch auch immer... Ach, hier. Das Grundprinzip beibehalten. Und es bleibt dabei. Da ist er. Nass... Hä? Soll ich hier platzen oder was? Drücke ich zur Deko auf A? Außerdem war ich doch vor einer Sekunde auf derselben Höhe und wurde nicht gekillt. Ich meine, ich war ja noch 5 Kilometer von den Stacheln entfernt. Oder habe ich kurz einen Sekundenschlaf gehabt und nicht gemerkt, dass ich in den Stacheln war? Kann sein, aber ist unwahrscheinlich, ne? Wo geht's schon wieder weiter? Ich hasse es, wenn es hier 20 Abzweigungen gibt. Hast du eine Ahnung? Nö, ich war hier noch nie und ich will hier auch nicht sein. Da haben wir schon was gemeinsam. Hier ist nur das O. Dafür habe ich meinen Arsch riskiert? Hm. Toll. Aber sieh mal, hier ist so ein Absicherungsfass. Wenn du jetzt gestochen wirst, dann kannst du dir hier ein weiteres Leben holen. Es tut aber trotzdem weh! Es ist mir bewusst, aber... geht halt nicht anders. Was meinst du, was ich hier jedes Mal durchmachen muss? Achso, du musst wieder gehen. Okay. Ja, dann... das muss ich ihm, glaube ich, nicht zweimal sagen. Och nö, ich wollte gerade das Coxine anrufen. Ja, willst du mit ihr ins Kino? Nee, zu KFC. Alter. Dann wird's noch schwieriger, mit dir zu fliegen, verflixt nochmal. Hör auf, da zu fressen. Ja, musst du gerade sagen. Hast du auch wieder recht. Touché. Oh, Vorsicht, 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 Vorsicht. Nein! Oh, wie unnötig. Heute habe ich die Schnauze voll. Weil ich meine, dass man hier failt, das ist wirklich sehr, sehr schlecht. Ne? Der Bonus ist echt leicht. Viel zu leicht für die letzte Welt eigentlich. Und ich sacke. Ist wieder so typisch. Ich kann nur die schweren Dinge irgendwie. Bei den leichten, das stelle ich mich immer an wie Rüdiger Lorenz. Soll ich da unten lang? Alter, ernsthaft? Seid ihr gestört oder was? Nein, ich wollte doch das Donkey Kong Fass mitnehmen. Ich bin runtergerutscht. Oh mein Gott. Nee, hier werde ich jetzt ganz, ganz sachte spielen.
alles wohl überlegt und... Nein! Wieso ist hier ein Heißluftballon? Die dürfen auch wieder mitmachen. Ich hoffe, dass ich diesen Flug hier jetzt nicht gleich bereuen werde. Doch, werde ich. Nein, werde ich nicht. Boah, was ein Glück, Alter. Ich wollte schon weinen, aber es hat geklappt. Nochmal mache ich das allerdings nicht. Was macht die Spinne denn hier? Hier hat hier eigentlich überhaupt nichts verloren. Aber warte. Wenn ich schon die Spinne bin, dann muss ich wenigstens nicht in das gottverdammte Fass rein. Dann spare ich mir das. Bin zwar dann langsamer. Ja, und tot. Ich habe doch ein gottverdammtes Netz in diesen Gegner reingeschossen, aber es ist irgendwie nicht rausgekommen. LOL! Ich dachte, ich bin tot! Und ich lande im Bonus!